Moin Kenners und willkommen zu einer neuen Tierlist. Die habe ich gesehen und die wollte ich einfach machen, weil, weiß nicht, habe ich einfach noch nicht gemacht. Und wie gesagt, wir machen hier jede Bullshit-Tierlist, die man irgendwie finden kann, weil, ja, Tierlisten ist nichts anderes als Meinung sagen und zu Pokémon sage ich ganz gerne meine Meinung. Dementsprechend würde es mich freuen, wenn ihr dem Video eine positive Bewertung da lasst und lasst auch kein Abo da, falls ihr mehr Tierlist sehen wollt. Falls ihr übrigens auch mal eine Tierlist als Vorschlag habt, ne, sagt mir gerne irgendwie Bescheid auf Discord, Twitter, Insta, wo auch immer. Was es da eine gibt, das ist, by the way, die ist wieder in der Beschreibung verlinkt. Also wenn ihr auf der Seite tiermaker.com eine findet, die cool ist, die ich noch nicht gemacht habe, schickt mir die gerne einmal, dann können wir gucken, ob wir die eventuell auch machen. Heute gibt es die pseudo-legendären Pokémon, die im Englischen so viel cooler klingt, pseudo-legendary. Pseudo klingt einfach cooler als pseudo. So, come on, pseudo klingt nicht so cool wie pseudo. Aber ja, das heißt, das sind alles die Pokémon, die in der Gesamtsumme 600 Punkte haben und meist so die letzten Pokémon vor den legendären Pokémon im Pokédex sind. Und die wollte ich halt unbedingt mal machen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Okay, aber das hier, die läuft auf jeden Fall. Und zu denen werden wir heute alle was sagen. Und ja, die sind auch geordnet. Es gibt genau 9 Stück. Denn eine Generation hat 2 bekommen. Warum auch immer. Kein Plan. Aber wir fangen an mit Dragoran. Und Dragoran ist für mich ein A-Tier-Pokémon. Ich finde den nämlich cool. Ich weiß, dass sehr viele Leute enttäuscht sind, dadurch, dass Dragonir so viel anmutiger ist und auf einmal zu so einem Chubby Dragon wird. Ich muss aber einfach sagen, ich mag das Prinzip von einem liebevollen, dicken Drachen. So, als Kind habe ich Tabaluga mega gefeiert. Ich habe Tabaluga echt geliebt. Halleluja, das war eine coole Serie. Und das ist halt auch ein freundlicher Drache. Und Drachen sind ja eigentlich so eher, ja, nennen wir es mal die brutalen, bösen, böse aussehenden Gestalten. Und da halt straight in der ersten Generation den Drachentyp zu haben, und das ist halt einfach am Ende ein lieber, netter, dicker Drache. Ich mag das. Und ich finde, da ist auch nochmal, im Competitive ist er echt nicht bad mit seiner Fähigkeit. Dadurch, dass es jetzt eben Boots gibt, kommt er immer auf diese Fähigkeit rein und kriegt eigentlich fast immer einen, ja, Free Boost durch Drachentanz oder so. Mag ich persönlich einfach. Im Gegensatz zu vielen bin ich tatsächlich auch gar nicht so abgeneigt von seiner Shiny-Farbe, denn da ist der grün. Und auch wenn ich sagen muss, dass ich das Pink von Dragonir mehr mag, finde ich das ehrlich gesagt gar nicht so doof. Und dementsprechend muss ich sagen, ich finde Dragoran eigentlich echt cool. Dann geht's weiter mit Despotar, und Despotar kommt für mich ins B. Ich war nie ein Riesenfan von Larvitar, Pupitar und Despotar. Das erinnert mich alleine durch Pupitar viel zu sehr an die Standardkäfer. Und Gestein Unlicht ist an sich ja eine interessante Typenkombi, aber es ist jetzt nicht so mein, sind nicht unbedingt die Typen, die weit oben bei mir sind, wenn ich ehrlich bin. Und dementsprechend, hat es mir Despotar nicht so angetan. Gerade im Anime fand ich Larvitar auch immer eher ein bisschen nervig. Ich fand nie so, dass der wirklich so krass ist. Und vor allem wird Despotar halt oftmals auch immer nur von diesen Jägern in Pokémon benutzt, die ja, einfach langweilig sind und immer wieder das Gleiche sind, und die haben dann immer wieder dieses brutale Despotar, was immer wieder mit Hyperstrahl angreift. Mega Despotar, finde ich, ist das Pokémon, das ich am ehesten mit dem X-Antibody aus Digimon vergleichen würde, denn es hat einfach nur mehr Zacken bekommen. Und einfach meh. Dann haben wir Brutalanda, und Brutalanda packe ich mal auf die gleiche Stufe wie Despotar. Ich weiß nicht, wer sich da draufgesetzt hat, dass das Ding so platt ist. Das ist mir einfach ehrlich gesagt ein bisschen zu platt. Packen wir mal so hin. Ich mag die Flügel gar nicht. Das sind für mich keine richtigen Flügel. Das sind so, weiß nicht, Sensen so ein bisschen. Aber ich sehe da nichts Flügeliges dran. Das sind Scheinflügel für mich ein bisschen. Und ich mag den einfach nicht unbedingt so. Er ist okay. So, wie gesagt, ich finde Mega Brutalanda unfassbar hässlich. So Mega Brutalanda geht meiner Meinung nach gar nicht, aber ich finde die Flügel auch nicht cool. Das von Dragoran sind halt meiner Meinung nach gute Flügel. So sollten Flügel aussehen und nicht so. Und ja, deswegen kommst du mal ins B. Dann haben wir Metagross, und Metagross ist für mich ein solides A. Und ich glaube, ich würde doch. Ich pack Metagross einmal vor Dragoran. Denn endlich mal jemand, der nicht so drachenmäßig angelehnt ist. Ich sag extra angelehnt, weil Despotar ist natürlich kein Drache. Aber der ist halt auch komplett von diesem Ungeheuer-Ding weg. Das Ding ist ein Stahl-Psycho-Pokémon, was sehr, sehr cool ist. Eine sehr, sehr coole Typenkombi, die auch echt strong war. Immer noch ist, aber vor allem auch war, bevor es in der sechsten Generation dann quasi, also
mehr Metagross eine Schwäche gegenüber Unlicht- und Geistattacken bekommen hat. Und das ist einfach cool. Die Mega ist cool. Der war immer schon anders als die anderen. Und dementsprechend fand ich den einfach schon immer cool. Dann haben wir Knackhack. Und Knackhack ist ein solides Ace. Da müssen wir nicht drüber reden. Knackhack, Cynthia's Ace. Einer der schwersten Kämpfe überhaupt. Knackhack ist ein sehr, sehr cooles Pokémon. Mega-Entwicklung mag ich nicht so sehr wie das normale, aber ich glaube, so geht's vielen tatsächlich. Knackhack ist Liebe. So, Gen 4, das Ding war nicht umsonst in Gen 4 im Uber. Man konnte es einfach nicht wirklich handeln. Es war einfach zu strong. Und wenn das Ding jemals einen Drachentanz bekommt, dann ist RIP. Dann geht das Ding ins Uber. Und ich bin froh, dass es das ehrlich gesagt nicht hat, weil ich mag es, Knackhack zu spielen. Und der ist cool. Aber Halleluja, come on, es ist ein Landhai. So, dann geht's weiter, Trigefalo und Trigefalo kommt ins D. Ich mache mir jetzt sehr viele Feinde und ich bin auch bereit für die Dislikes, die es jetzt geben wird. Sorry an die zwei, aber ihr könnt die Dislikes ja leider auch nicht mehr sehen. Das heißt, ihr könnt euch da nicht mal einen runterholen drauf. Aber ich mag das Design von Trigefalo gar nicht. Ich finde die Flügel noch schlimmer als die von Brutalanda. Ich mag die Beine nicht. Warum? Köpfe als Arme ist echt nicht praktisch. So, weiß nicht. Deltamon aus Digimon findet das auch nicht so nice. So, wenn du halt keine Arme hast, du kannst halt jetzt wirklich greifen. So, ich meine, natürlich, du hast die Mäule und kannst so eine Tasse nehmen, aber nee. Stell dir mal vor, ihr habt nochmal zwei Köpfe als Arme. Nee. Und ich mag das Ding tatsächlich gar nicht so. Es ist echt nicht mein Fall. Dann haben wir Viscogon. Ich glaube, ich packe dich zwischen Brutal... Nein, du kommst zwischen Brutalanda und Despotar. Finde ich mal cool, dass es ein Drache ist, der nicht fliegt, weil... Ich meine, klar, Knackhack hat keine Flügel, aber Knackhack kann halt auch fliegen, auch wenn es das in den Spielen natürlich nicht unbedingt tut, aber es kann fliegen. Und Viscogon ist endlich mal ein Drache, der nicht fliegen kann. Wäre meiner Meinung nach immer noch ein besserer Drache Wasser, ein besseres Drache Wasser-Pokémon geworden. Einfach, weil es entwickelt sich bei Regen, es trieft die ganze Zeit mit seinem Schleim. Aber an sich ist er halt super niedlich. Es ist halt wieder so eher so ein chubby, sweeter Drache, anstatt so ein brutaler Böser, wie die anderen hier halt alle. Und dementsprechend, ich mag den. Ich mag den einfach und der ist okay. Also, was heißt mögen? Also, ich finde den gut, ich finde den okay, hat definitiv seine Daseinsberechtigung, aber kann meiner Meinung nach nicht mit den Großen mithalten. Dann haben wir Grandiras und der kann mit den Großen mithalten. Kampfdrache ist eine unfassbar coole Typenkombination. Ich mag sein Design. Ich muss sagen, ich mag Mediras noch ein Stückchen mehr, weil ich finde, der hat ein bisschen too much von diesen Schuppen und allem. Aber endlich mal einen Drachen zu haben, den du physisch mit Drachentanz oder speziell mit Seelentanz spielen kannst, ich finde das cool mit dem Throat Spray und dann hat er halt noch seine spezielle Attacke, weil Knackhack ist halt eher physisch. Physisch. Ich würde eher sagen, speziell, physisch, eher speziell. Und jetzt mal einen haben, der halt wirklich einfach mit beidem geht. Den kannst du sogar defensiv mit Body Press spielen. Der hat Tarnsteine. Ich finde, Grandiras ist ein richtig cooles Pokémon und den werde ich safe call in irgendeiner Liga auf dem Kanal hier mal picken. Ich finde den richtig cool. Guckt den euch an. Der ist geil. Und zum Abschluss haben wir noch Katapultra. Und Katapultra würde ich, glaube ich, noch ins S, aber hinter Grandiras setzen. Erstmal das Jugendamt informieren. Der schießt seine Kinder raus. Das ist gemein. Der basiert auf einem Tarnkappenbomber. Das ist cool. Geistdrache, das ist cool. Ich mag es einfach, dass die nicht Classic wieder Dracheflug sind, so wie die Dinger hier so, sondern halt einfach, ja, Geistdrache, Kampfdrache. Wenn wir jetzt irgendwann demnächst vielleicht in der neuen Generation einen Eisdrachen so als pseudo-legendäres Pokémon oder so noch bekommen, wäre das auch cool. Dann haben wir mal neben Kyurem mal wieder was Neues, was dann aber vielleicht auch kein Legi ist. Das wäre cool. Oder was wäre noch cool? So ein Drachen-Käfer-Pokémon. Ja, gib mir Drachen-Käfer, das wäre auf jeden Fall cool. Aber ich finde den an sich auch einfach cool. Er entwickelt sich nur wirklich viel zu fucking spät. Also viel zu fucking spät. Und warum hat der keinen Poltergeist? So, der ist physisch, warum hat er keinen Poltergeist? Poltergeist für Katapultra, bitte. Sei doch mich, ich könnte auf dem Hauptkanal mal wieder ein Video machen mit, warum können diese Pokémon die Attacken nicht? Warum kann da kein Poltergeist? Aber ja, das ist meine Liste zu den, ja, pseudo-legendären Pokémon aus jeder Generation. Würde mich natürlich wie immer eine positive Wertung freuen. Lasst gerne ein Abo da, würde mich auch sehr, sehr freuen. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.